herzlichen Dank für das, was ihr heute Abend erzählt habt, was ihr geteilt habt. Ich habe eine Frage, und zwar, welche Art von Unterstützung von eurem Kampf würdet ihr euch von Menschen aus Deutschland wünschen? أي نوع من المساعدة تتمنوا من ناحية also von den Leuten in Deutschland von den Leuten in genau von welchem نوع من المساعدة تتمنون منا من الناس في ألمانيا Spostigemann, ich bedanke mich sehr für diese Wort. An Ihre Frage an sich oder Ihr Wort an sich, das ist eine große Hilfe für uns. Und dass Sie hier gekommen seid, das ist für uns eine Unterstützung und Solidarität. Unsere Tür nach Rojava ist immer, also die Tür von Rojava ist immer auf. Wir möchten gerne, dass Delegationen von hier nach Rojava gehen. System Rojava likulim bekna. Und das System dort kennenlernen und untersuchen. System Gene. Das Frauensystem. Und die Bedrohungen, die Rojava betrifft, als Berichte zusammenfassen. Nach Shahba gehen und Berichte erstatten. Also diese Politik seitens diesen Staaten in ihren Ländern nicht akzeptieren. Wir wissen ganz genau, dass sie an unserer Seite sind in Europa, besonders bei der Verbot von Fahnen von YPG, YPG. Wir haben verschiedene Projekte in Rojava, auch ökologisch, Projekte für Ökologie. International Es werden von Leuten, also unsere Freunde aus dem Ausland durchgeführt. Das Projekt heißt, wie man Rojava vergrünt, grün macht. Also vergrünt kann man sagen, ne? Viele Gruppen, Delegationen gehen hin und geben uns Solidarität, Unterstützung. Und wir möchten gerne, dass man diese Wissenschaften, die Erkenntnisse über die Frauen vertiefen. Und die Ideologie der Befreiung, Frauenbefreiung, noch vertiefen, verbreiten. Auch wünschen wir uns gerne Ärzte ohne Grenzen, dass wir also nach Shahba und Rojava zu schicken. Also Journalisten, diejenigen, die Projekte durchführen können, weil unser Land zerstört ist, damit wir wieder aufbauen. Oder aufbauen können, Projekte durchzuführen. Also kurz möchte ich zusammenfassen und sagen, in unserer Seele, dass wir einheitlich werden, in unserer Meinung, Seele. Das ist. Danke.
Wir danken die Frauen aus Rojava mit dem Slogan Vereint, organisiert führen die Frauen aus Rojava zu Freiheit. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr heute da wart. Wir werden zwar hier runtergehen, aber es wird ein kurzer Film nochmal gezeigt werden. Den ist sehr kurz, aber den wollen wir euch auf jeden Fall zeigen. Ein kurzer Film. Dankeschön. Jeune, jeune.